Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge sind wir hier in Bellanik angekommen, haben die Monster aus Land hier verscheucht, haben das Shuttle aber da vorne gefunden, was sich auch in Land befindet, in dieser Gebirgshöhle. Gebirgshöhle? Ich glaube ja. Die ist unverdammt. Und jetzt müssen wir nach Bellanik zu einer Einrichtung gehen und so Kanonen hier aktivieren, die dafür sorgen, dass wir durch die Aquasphäre oder wie auch immer das Ding nochmal heißt, hier durchqueren können. Ich habe schon wieder vergessen, verdammt. Okay, dann. Ja, weiß nicht, Kampf. Hier. Es kam ja nicht zum Kampf gegen euch, deswegen. Gucken wir mal. Ich mal. So, ich habe mal ein paar Attacken neu belegt hier. Ich habe nur zwei Attacken, die ich noch nicht Meister hochgelernt habe. Boah. Inferno Strom. Inferno Torrent. Das ist auch eine sehr starke Attacke. Sehr nützliche Attacke. Oh, du warst gerade im Nova-Zustand. Ist mir sowas von egal. Ich habe Plasma-Schock. Wenn ich auf Spam werde. Ja, ein sehr starker Angriff. Hätte eigentlich doch noch hier anfangen abgehen können. Ich habe jetzt Curry. Kann ich jetzt abgeben? Ich glaube, wir müssen jetzt hier nachher rechts, ne? Gummisamen wegwerfen. Unbeschrittenes beschreiten. Where should we go next? Let's try the little side road that cuts to the east from here. It's just to the right of the small shack. They call that the untrodden snowfield. Much like Mount Zavhert, the people of Fendel never go anywhere near it. This seems like another case of the Amarcians trying to keep people away from something. I know, right? I mean, how do you even know the field is snowy if you don't tread it? Das irgendwie keiner hat hinterfragt, ganz ehrlich. Das grenzt schon ein bisschen an Blödheit, muss ich ganz ehrlich sagen. So, 11 Rang C. Wow. Die Gegner halten ja gar nichts mehr aus. So, wird die letzte Aufnahme für heute. Mein Gott, kriegen wir viele Erfahrungspunkte. Okay, dann. Ich hab nur 4 Aufnahmen oder so gemacht heute. Relativ wenig. Und Hallöchen. Ach, ich erinnere mich noch ein bisschen. Ah, ihr müsstet doch alle gegen Feuer ja anfällig sein. Ja. Das heißt, ich kann schön den Angriff spammen. Bam, bam. Ah, ich sehe mich nicht. Inferno Torrent. Oh Gott. Bitte greif mich nicht an. Boom, dünn, dünn, dünn. Leuchtschuss. 817 Mal. Ich habe von dem Titel schon. Ist jetzt natürlich passender Zeitpunkt. Ja, verdammt. Tut's schön, dein Tier Spam. Und Malek, du hast wieder was gelernt. Vom Bernd. Wieder was gelernt vom Bernd. Okay. Kennt das jemand? Ich hoffe ja. Betäubung. Nehmen wir das hier. Mein Gott, wie ist mein Elfmixer schon wieder so leer? Ja, ich werde das jetzt spam. Ich werde nichts dagegen tun. Jo. Mein Gott, das ist blöd, der zweite Angriff davon, der haut die Gegner schon. Der erste Angriff haut die Gegner so schnell weg. Ich treffe die gar nicht mit dem zweiten Angriff. Sometimes I can't help but regret the past. As them. Why didn't I push harder for a raise in my allowance? What? What? In Taschengelderhöhung oder so war, ne? Allowance ist doch, glaube ich. You okay? Hey, are you all right? Come on, hang in there. Her head's burning up. That's enough. We can't keep going like this. I have to take you back.
Wer heilt uns dann? I'm okay. The cold air feels nice. I have to keep going. I won't get better unless I go to Phaedra. Right? This is all because I'm so different from everybody else. That's not true. You're no different than anybody else. That's right, Sophie. I'm so tired of troubling everyone. Don't be absurd, Sophie. It's no trouble. I can't. Everything's blurry. I can't see you. Sophie! We gotta fix that stupid cannon! Come on, let's get her to Phaedra! Ah, okay. Bäh, bäh. Komm schon, hältst du noch aus, Sophie? Bäh, geh weg. Ist denn eigentlich hier noch durchschaffen? Links, oder? Jo. Ich schätze, wir sind ja richtig runden Fußkette. Das bringt uns hier alles gar nichts. Grüner Schal. Könnte mal gucken, ob ich hier neue Sachen habe. Ich habe ja so neue, weiß ich nicht, Sachen bekommen. Hier, Platin-Gestalt zum Beispiel. Schon viel bessere Brillen, hallo? Da vielleicht auch mal gucken. Ein grüner Schal. Grün ist immer gut. Hundenfußkette. Und sie hat auch schon viel bessere. Oh mein Gott. Jetzt haben wir bloß einen anderen Angriff angesetzt, ja. Spam! Ey! Ich glaube, ich spinne! Setz der Kackfrisch den Ding jetzt ein. Er hat gesagt, dass du das schon zeigen sollst. Okay, zwei Dinger kann ich vielleicht noch anlassen. Die hat man ja noch nicht gesehen. Feinstes Spell, das hat man noch nicht. Okay, zwei Mystikarte kann ich noch anlassen. Weil die kennt ja noch kein Schwein. Die einer Dinger, die haben wir ja schon oft genug gesehen jetzt. Ja. Game on! Jo. Du. Sollte mal, wenn ich alle Techniken habe, meine E-Titel, meine E-Art-Titel auf 5 bringen. Weil es war, das lohnt sich nämlich bald. Ich werde schon sehen, warum. Hab ich jetzt aus dem Angriff gerettet? Und man legt das schon wieder was auf 5 gebracht. Warte, Abwehr. Das ist gut, das ist richtig gut. Und Sophie, du hast was auf 5 gemacht. Sag doch was. Mein Gott, sei doch nicht so still. Ich weiß, du hast Schmerzen und so, aber mein Gott. Ich muss aufhören, die... Oh. Ellipschub pflegen. Ich muss aufhören, die Situation ja zu ruinieren. Okay, wie konnte das irgendjemand übersehen? Once the cannon's up and running, we can control it with the machine in the seaside cavern. Ui, dann kommen wir ja das Ding hin. Yep. What is it? Remember when I thought Fourier could help fly the shuttle? Aber. Well, I kind of asked Poisson to ask her for me, but. She said no? Yeah, she's all holed up in her lab and won't come out. I guess she left a letter to explain everything. Anyway, I'm gonna have to rig the shuttle so I can control it myself while on board. Can you do that? Sure, if we have enough time. Which we probably don't. But we'll worry about that later. Let's get inside so I can start mucking around. Okay. Ich hab sehr... miese Erinnerung von diesen Dingen noch. Okay, wer zum Teufel war das? Ja, ein Schnurrbart.
Was machst du hier? Die Monster sind wilder und stärker geworden, wahrscheinlich weil sie so lange von allen abgeschnitten waren. Du bist äußerst vorsichtig vorgehen, wenn ihr in Not gerade kommt, euch niemand retten. Ich dachte, er wird ja abgeschirmt von irgendwelchen Leuten und dass niemand hier gekommen ist. Warum läuft denn hier einmal herum? Was soll das denn eigentlich? Verarscht ihr mich? Okay, Skit. Ich rieche Skit. Durchhalte, Willen. Upsa. Sophie's condition doesn't seem to be improving. Maybe we should take her to a doctor again. No way. If the Amarcians couldn't help her, I doubt some Sawbones can either. The only way to save Sophie is to take her to Phaedra. Yes, I agree. I'm sorry, everyone, for causing you so much trouble. But I want to stay with you. Oh, I'm so sorry. We know, Sophie. But don't overdo it, okay? If it's too hard for you, we'll go back together. Was wir natürlich nicht tun werden. Denn wir müssen nach Phaedra. Also, ich gehe jetzt erstmal gucken. Oh mein Gott, wie lang ist denn der Weg hier? Wofür gehe ich den Weg hier entlang? Was befindet sich hier? Hier sind viele Monsters. So bin ich noch in keins reingeraten. Mein Gott, wie lang ist denn der Weg hier noch? Ein seltsames Zahnrad. Und was haben wir da? Hui. Eine Hyperscheide. Die ist doch, glaube ich, gut, ne? Ich bin trotzdem. Mach mal das. Mehr Verteidigung. Und ein spitzer Eiszahn. Und hier ist noch eine Person. Ich dachte hier. Entdeckung. Eistropfenblume. Zusammenreißen. Hey Pascal. Are there really only three Valkyries in the entire world? Yep. Wind, water, and fire. But couldn't there be a fourth? Maybe ice. Like this ice drop flower here. In that case, we might not need to go to that Phaedran city. There might still be a way to cure Sophie. Asbel, I hate to break it to you, but you're way out of your league with this stuff. Ice is just frozen water. There is no fourth. You sure? Promise. And it doesn't apply to just Valkyries either. Those three types of Elith are the foundation of any Kreas. I mean, life is based on those three, so I guess you could call whatever compromises life, well, if not the fourth Elith, then the zeroth Elith. Huh? But look, none of this has to do with anything. I know. Sorry I keep asking stupid questions. Just hold it together and stuff. If not, we'll never make it to Phaedra. Wir müssen da neue erkunden, mein Gott. Und einfach so indirekt irgendwie Aspels Intelligenz in Frage zu stellen, hilft ja auch nicht weiter. Und die Samen hier aufheben und wegwerfen. Und hier haben wir eine Truhe. Bams. Und schon 400 Gold und einen Bruchstein. Okay, die verballern nicht so viel Elle. Sind die Gerichte und die Bücher. Was haben wir hier? Nichts. Fuck. Dann ist irgendwann ja mal was. Ich weiß es aber jetzt nicht. Ich glaube, mehr werden wir in diesem Part nicht schaffen. Wenn wir, glaube ich, vor den Ruinen hier beenden. Hab ich auch genug heute aufgenommen. Ein bisschen kürzer als sonst, aber was soll's. Ein Gemüseset, ey. Ein Siegelbann. So, ich habe ja jetzt jede Ecke hier erkundet, oder? Oh, liegt noch was. 133 Gold. Ich glaube, wir haben alles. Dann nehmen wir noch einen Gegner vielleicht mit. Der Sto. Nicht du. Du. Warum? Warum den Bären? Ich suche mir den größten auf den ich klopfe. Bam! 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 Ja genau, setzt Eis gegen die Viecher ein. Sau, Genie. Melly.
Dion. Wesen setzt Jubat. Wann habe ich nicht passen? Kalle reingeholt? I can't see the value in fighting. Hubert. There's no profit in the enemies here. It's a waste of time. Hey! Okay. Oh, dann ist Pascal eben nicht drin. Doch, natürlich ist Pascal drin. Hallo. So. Okay, komm du auch nochmal, ja. Hey, ich glaube. Toll, jetzt habe ich nicht gelesen. Jetzt habe ich nicht lesen können, was da stand. Aber ich glaube. Die Elf-Mixer. Ich glaube, das haben sich erhöht. Da waren zwei Dinge, habe ich gesehen. So in flüchtigen Hinblicken. Okay, dann gucken wir mal. Wird das hier die Anzeigen mal weggehen? So, irgendwas ist da passiert. Ich habe es gesehen. Ah, wir haben jetzt ein mehr. Geil. Also, wir können mehr Sachen erstellen, glaube ich. Was kann man noch herstellen? Da oben, mein Gott. Sagen, warum steht da 154 oder so? Was haben wir denn wenig oder was bräuchten wir? Denn sehr oft. Weiß ich nicht. Den hier, großen Bruchstein. Und Bruchstein am Arsch. Jetzt brauchen wir noch einen großen Bruchstein. Gut. Gehen wir mal gucken, die Titel und dann. Und der eigentlich aus dem Weg gehen. Wenn es nicht so aussah. Im Blick. Ah. Deo. Inferno Torrent. Was hast du ihn gerade berufen? Gibt's doch nicht. Bams. Und Spam. Naja, wir kriegen ganz schön viel Erfahrungspunkte, finde ich gerade. Wir hatten mal schon immer so viel bekommen. Na gut, würde ich ja sagen, sobald wir die Ruinen wieder erreicht haben, war es das? Nein, ich möchte nicht gegen dich kämpfen, geh weg. Genau, noch näher am Speicherpunkt. Jetzt ist er am Speicherpunkt. Dankeschön. Ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich allerherzlichst fürs Zuschauen und sage Tschüss.